Also, nee, also dieser Wald, der ist ja größer, als ich gedacht habe. Mann, 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 Mann. Mensch, mir tun schon meine Füße weh. Ja, da sind schon Hühneraugen auf meinen Hühneraugen. Schlimm ist das. Aber, nanu, was sehe ich denn da drüben? Da ist ja was ganz Tolles. Ein altes Haus. Das sieht so komisch aus. Ich glaube, die Menschen sagen dazu eine Mühle. Sie sieht verlassen aus. Wunderbar. Was will man mehr? Das wäre ja ein perfekter Ort, um erstmal unterzutauchen. Doch so weit will ich nicht mehr laufen. Die Mühle ist bestimmt noch gute 10 Minuten entfernt. Da verwandle ich mich doch mal lieber. Ich heiße ja nicht umsonst Rabia. Da verwandle ich mich doch ganz schnell in einen Raben und fliege zu der Mühle. Ja, jetzt kann ich die Hexkräfte ja wieder einsetzen. Auf dem Mond ging das ja nicht. Blöderweise. Ich habe da so lange drauf verzichten müssen. Jetzt nutze ich sie aus. Jawohl. Na, dann will ich mal flugs meinen Zauberspruch aufsagen. Krumme Beine, langer Schnabel und auch schwarzes Federkleid. Zauber, mache mich zu einem Raben. Denn dies menschlich Körper bin ich leid. Bitte, das hat ja wohl mal wunderbar geklappt. Leider kann ich diesen Zauberspruch nur einmal am Tage nutzen. Und dieser hält auch nur für 20 Minuten. Aber das ist mir erstmal egal. Hauptsache, ich brauche nicht zur Mühle rüberlaufen, sondern kann rüberfliegen. Jawohl. Und wenn ich das dann noch mit den Albträumen geregelt habe, dann werde ich mich mal auf die Suche nach dem kleinen Sternchen begeben. Vielleicht kann ich ihm ja den Aufenthalt hier auf der Erde noch etwas scheußlicher gestalten, als es bald für ihn ohnehin schon sein wird. Schließlich bin ich eine Mitternachtshexe, nicht wahr? Na dann, ab zur Mühle. So, da wären wir bei mir zu Hause. Oh, das ist aber schön hier. Hier auf dem Bett fühle ich mich gleich viel wohler, obwohl mir immer noch etwas komisch ist. Darf ich mal deine Stirn fühlen? Ja, warum? Um zu gucken, ob du vielleicht Fieber hast. Meine Güte, du glühst ja richtig. Bestimmt 45 Grad. Was? Nur? Normalerweise sind wir Sterne etwas wärmer. Wie Sterne? Ja, also Max, ich muss dir etwas erzählen. Ja, Moment. Geh erstmal hier in die Badewanne und kühl dich ab. Badewanne? Ja, da ist Wasser drin. Ach so, ja, okay. Das ist schön. Oh, Nanu, das ist ja eine richtige Abkühlung. Guck mal, der Dampf. Das tut mir jetzt aber leid. Ach, macht nichts, der ist bestimmt gleich wieder weg. Ja, schon wieder weg. So, das reicht aber. Dankeschön. Max, aber jetzt muss ich dir mal was erzählen. Ja? Ich bin kein Mensch. Ich sehe zwar wie einer aus, aber in Wahrheit bin ich ein kleiner Stern. Weil ich noch so jung bin, sehe ich noch wie ein Mensch aus. Ich komme vom Planeten der Sterne und bin deshalb hier auf der Erde, weil ich unbedingt mal auf die Erde wollte. Es ist ein Traum, ein Wunsch von mir. Und da ich vom Planeten aus nicht dahin kommen konnte, bin ich vom Mond aus hingekommen. Aber auf dem Mond habe ich eine komische Frau kennengelernt. Eine Mitternachtshexe. Was? Eine Mitternachtshexe? Ja. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Sag bloß,
der hast du geredet und dich auf sie eingelassen. Natürlich. Warum fragst du? Nun, als ich noch klein war und meine Eltern noch lebten, Wie? Die sind tot? ja, ein tragischer Autounfall. Ich bin jetzt 17 und vor einem Jahr ist das passiert. Seitdem lebe ich hier alleine. Das tut mir leid, aber erzähl bitte weiter. Nun, als meine Eltern noch lebten, erzählte meine Mutter mir oft die Geschichte vom Mond. Warum der Mond ein Gesicht hat. Das ist nämlich das Gesicht der Mitternachtshexe, die auf dem Mond gefangen ist. Gefangen genommen vom Vater der Sterne vor langer, langer Zeit, damit die Kinder nicht so schlimme Albträume bekommen. Auf dem Mond wirkt nämlich ihre Hexenkraft nicht. Nanu, du wirst ja auf einmal so blass. Was ist los? Ja, ich Trottel habe dafür gesorgt, dass die Mitternachtshexe wieder frei ist. Ich habe ihre Ketten gelöst. Oh, ich wusste es nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was machen wir denn jetzt? Die Mitternachtshexe ist nämlich auch auf dem Weg zur Erde, wenn sie nicht sogar schon hier ist. Sie heißt Rabia. Was machen wir denn jetzt? Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Diese Rabia. Ach Mann. Weißt du was? Nein, was? Der Tag war anstrengend genug für uns. Da hast du recht. Lass uns erstmal schlafen. Ja. Und dann? Was dann? Dann überlegen wir uns, wie es weitergehen soll. Gute Idee. Ich könnte jetzt wirklich eine Mütze Schlaf vertragen, aber leg du dich lieber ins Bett. Ich setze mich hier auf den Stuhl. Mir reicht das. Na gut, wenn du das meinst. Ich fühle mich auch trotz der Wanne immer noch so schwach. Also irgendwas ist komisch. Irgendwas ist los mit mir. Also ich denke mal, das werden wir alles morgen herausfinden. Versprochen. Und keine Sorge, ich helfe dir. Zusammen besiegen wir die Hexe Rabia schon. Doch als die beiden schliefen, kam Rabia. Sie hatte die beiden gefunden, wie auch immer. Wahrscheinlich hatte sie einen Zauberspruch angewendet. Jetzt sah sie die beiden und Rabia merkte schnell, dass der Junge, der neben dem kleinen Stern schlief, noch keine 18 war. Das gefiel Rabia. So nahm sie all ihre Hexkraft zusammen und zauberte dem armen Max einen schlimmen Albtraum. Sie lachte und freute sich. Und ihr war bewusst, dass sie, wenn es nötig sei, jederzeit gegen ihn und den kleinen Stern kämpfen würde. So lachte und lachte sie, jedoch sehr leise, denn sie wollte die beiden ja nicht wecken. Und dann ging sie leise wieder aus dem Haus. Doch wie die Geschichte weitergeht, erzähle ich euch beim nächsten Mal.
Musik